Also ich kann nur sagen, ich habe gegen die Mutter persönlich nichts und gegen ihren neuen Mann auch nicht. Und gegen den anderen Vater von ihrer Tochter auch nicht. Und gegen die Kinder habe ich auch nichts. Also gegen die Familie auch nicht. Aber ich kann es aber nicht leiden, wenn man manche Sachen so hin und her dreht. Und das dann für einen schlecht aussieht und dass man das dann 4-8 Wochen selber macht. Bin gleich wieder da, ich hole mal eben ganz kurz eine Kerze. Hier, ich habe hier so eine Kerze, so eine richtig coole. Und das Licht kommt aus dem Wohnzimmer, da. Und die habe ich schon lange. Das ist einfach nur so ein Blumentopf und ich habe so alte Weihnachtskerzen, so eine 4-5 Packung mal geschenkt bekommen. Und hin und wieder zünde ich die einfach mal an. Und mache die einfach hier so drauf. So als Deko bisschen nebenbei. Ich habe die vorher bei meinem Gartentor unten stehen gehabt. Beim Garagentor standen die da vorher. Also. Das ist auch keine selbst gegossene Kerze oder irgendwas. Sieht ja so schön aus. Okay, Google, Screenshot erstellen. Ja, was macht ihr heute alles so? Ich habe meine Nachbarn alle schon mal gesehen, aber bis jetzt habe ich nicht großartig was mit meinen Nachbarn zu tun gehabt. Also mit einem regelmäßig, also knapp 6 Jahre. Und auch mit hier, mit dem da und mit dem da und mit dem da und mit dem da. Okay, da ist eine Firma, Engels Heizungsbaufirma und mit dem da, nee, keine Ahnung, nicht viel. Also ich sage immer Hallo und Tschüss. Und wie geht's? Bla bla bla, Corona hier, Corona da, bla bla bla. Und das war's eigentlich. Also das Übliche sind Nachbarn, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wie oft ich mich mit Freunden treffe? Gute Frage. Nicht zu oft, nicht zu selten. Also genau richtig so, wie ich das einfach, ich will das einfach zur Zeit so. Das ist gut. Eigentlich wollte ich mich heute mit jemandem verabreden zum Grillen oder zum Feuer machen. Aber erst hat er Lust gehabt, dann habe ich keine Lust gehabt. Dann habe ich wieder Lust gehabt, dann hat er keine Lust gehabt. Und jetzt sitzt er zu Hause und ich sitze hier und ich habe jetzt meinen dritten Drink. Und langsam werde ich wieder wach.
Jetzt streame ich noch ein bisschen. Hin und wieder gibt es ein paar Highlight-Clips.